Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kosti und heute gibt es ein neues Video zu einem alten Game. Und zwar bin ich im Moment irgendwie wieder bei Summoners War gelandet und spiele es jetzt seit ein paar Tagen. Also, ja, seit ein paar Tagen ist gut, seit knapp einem Monat jetzt. Ja, 18, 20, ja, 23 Tagen. Und es macht auch echt wieder Spaß. Und ja, es ist natürlich erstmal, ich habe jetzt seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich bin froh, dass ich den Account trotzdem nicht verkauft habe oder gelöscht habe oder wie auch immer. Und kann ich trotzdem mal hin und wieder mal reingucken. So, um einfach mal wieder reinzukommen, habe ich ein bisschen gespielt, habe dann die aktuellen Teams mal nachgebaut, was halt eben so metamäßig im Moment genutzt wird zum Farmen. Und ja, läuft an sich eigentlich ganz gut. Na? Also mein Drache-Team kommt an mein altes Standard-Team nicht mehr ran. Allerdings war das halt eben jetzt nicht so safe, wie Tricaro es ist. Von daher, was soll's. Okay. Um da einfach mal wieder ein bisschen reinzukommen, will ich mal die Runen, ach die Runen, die Rollen öffnen, die ich habe. Ich habe eine gute Zeit gehabt zum Wiederkommen, weil ich halt eben die zwei Rollen hier noch gekriegt habe. Und ja, ich habe noch gar nicht alle vier Sterne Monster, fällt mir gerade auf. Ich nehme da noch eins. Den mache nämlich noch. Ach, was nehme ich denn noch? Was nehme ich denn noch? Ach komm, wir nehmen noch mal hier aus dafür. So. Wollte ich jetzt irgendwelche Nat 5 noch andere nehmen? Ja, mit den neuen Units und sowas kenne ich mich jetzt nicht ganz so sehr aus. Also, wo ich sage, das hätte ich gern. Na komm, ich nehme die mal. Oder? Ach, wurscht. Ich krieg's wahrscheinlich eh nicht, von daher. Okay. Also viel habe ich bisher nicht, weil ich, na, ich spiele erst seit ein paar Tagen wieder. 65, 68, 70, ja, knapp 75 oder so. Deswegen, ich werde jetzt wahrscheinlich nichts bekommen. Aber ja. Mal gucken. Ach, da ist sogar mein erster Onimusha.
Ich glaube, der Wasser ist so. Nee, Wind ist, glaube ich, der am häufigsten genutzt wird. Das Problem mit Eve Echoes ist, von der Zeit her, aber ich glaube, das ist Not 5. Doch nicht. Ist halt eben trotzdem einfach die Zeit. Da das ja trotzdem überwiegend ein internationales Game ist, passt die Zeitzone nicht, in der ich halt eben dann mit anderen zusammenspielen könnte. Meistens gehen die halt eben los, ja, wenn ich halt eben pennen gehe. Also abends um 10, 11 gehen die Flottenaktionen los und dann liege ich halt eben meist schon im Bett, weil ich ja trotzdem früh entweder um 3 wieder raus muss oder halt eben dann um 4, ja, um 5 meine ich. Beziehungsweise um 6, ach Quatsch, um 4 raus, beziehungsweise halt eben dann um 6. Wenn die Kinder halt eben dann in den Kindergarten müssen. Und ja. Deswegen kann ich da halt eben jetzt nicht so mitfliegen, wie ich da gern möchte. Oh. Villa Jewel. Nice. Neues Monster. Ups. Das Witzige war, ich habe ja angefangen und nach ein paar Tagen habe ich mal ein paar Rollen beschworen. Beschworen vor allem. Beschwört. Und da habe ich auch gleich ein neues Monster bekommen. Neues Not 5. Ich hatte sogar noch ein altes Blessing. Hatte dann die Wahl zwischen Zyros und Chivu. Habe mich dann für Chivu entschieden, weil ich ja nicht wirklich einen AoE-Stripper habe, einen guten. Und vor allem dann halt eben trotzdem auch Speed Lead und alles. Für die Arena. Skill up. Skill up. Also Blitzrate ist recht gut. Ja, was ich auf jeden Fall jetzt hier machen möchte, jetzt wenn ich es wieder spiele, ist auf jeden Fall mehr in PvP-Richtung. Noch Unimusha. So. LD. Krieg wahrscheinlich eh keinen Blitz. Das wäre auch zu schön gewesen. String Master. Noch eins. Mit denen kenne ich mich noch gar nicht aus. Ist das dasselbe Skill? Ach ne, bei 30%. Bei 50. Finde ich den jetzt eigentlich auch nicht unbedingt so mega. Naja, not five.
Ach, das ist ja komisch auch. Ach nee. Poison Master. Okay. So. Oh. Okay. Dann machen wir es trotzdem mal so. Schade. Aber trotzdem läuft. Ein Sky Server. Ach, da, doch. Natürlich bekommt der hier LD-Unit. Okay, naja, aber trotzdem mit knapp 70 Rollen. 305 ist nicht schlecht. Okay. Ja, dann war es das erstmal. Wie gesagt, ich will demnächst auf jeden Fall mal ein paar, ein bisschen mehr in RTA, also in die Weltarena reingucken. Und dann halt eben mal gucken, vielleicht lade ich da ab und zu auch mal wieder ein paar Videos hoch. Das war's dann erstmal dazu. Dann vielen Dank, falls ihr das zugeguckt habt. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.